Hallo, Boso. Ah, Rufus. Was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise, obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Okay. Na gut, Krawall, Baby und Lady haben wir. Das ist die temperamentvolle, das ist Baby, die wir jetzt haben. Und Lady Gold ist die, die wir eigentlich die normale ist. Sozusagen meine Vermutung. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort... Und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh. Okay. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Oh, weia. Ja, die Bambina heißt die also, die muss ja wirklich schon einiges auf dem Kasten haben. Na gut. Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, weiß nicht. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau, so mit Stil und großen Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Hm. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Seagull. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Okay, Seagull. Wird wohl wahrscheinlich ein neuer Charakter sein. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden. Und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellungen, Brandschatzen, Kielholen, Schatzsuchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen. Und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen.
Ja, das hat doch geklappt. Um die Geschichte mit Janusz kümmern wir uns später. Ich will jetzt erstmal wissen, wie das weitergeht mit Bozo. Na? Klein bin ich nicht. Ja, ist der Waffenladen. Oh, was ist mit ihm? Wer hätte gedacht, dass sich unter dieser rauen Schale ein dermaßen alberner Sofabezug versteckt? Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Bozo. Siehst du behämmert? Gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Ja klar ist das eine super Idee. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Verfluchte Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Bozo? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein. Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanal entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Fassen! Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich höre da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Was war das gerade eben? Gondoliero? Na ja, gut. Wer hätte gedacht, ein der... Quatsch mal nochmal mit ihm. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwas schon aufgeben, oder? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr das endlich? Wer seine Beine vollzählig macht, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Dann kommt wieder das Gleiche nur noch. Wahrscheinlich.
du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaul... Moment. Halt. Raus! Irgendwas ist... Was wird das schon wieder hier sein? Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Hallo! Test, test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Aussage! Der Futterkapitän mit dem amtlichen Kennzeichen wird gebeten, sich beim Hafenamt zu melden. Sein Futter brennt und seine Frau hat Krebs. Ja, da werden wir wohl noch einiges machen müssen. Okay. Nichts anderes. Wir gehen wieder mal zurück. Wir gucken mal mit Janosch, ob wir da was erreichen. Und Busa haben wir schon mal aus der Spielunke raus. Scarlet. Ich gehe nochmal schnell runter. So. Nur mal mit Gulliver reden. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Nee, der weiß nichts. Bis später. Komm. Ansonsten fragen wir mal Garlef. Was für ein hässlicher Vogel. Mal sehen, ob er was preisgeben kann. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich. Mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Okay. Kann man bei euch einsteigen? Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Hashtag Facepalm. Sag ich das nur. Mensch, ey. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr.
Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnickschnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnickschnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Lass uns spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ha, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Okay. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Wir wissen ja, wo die sind, aber... Hey, wir haben den. Hey, Schlüssel. In meinem letzten Abenteuer hatte ich noch den Schlüssel zur Stadt. Was für ein Abstieg. Na gut. Einmal runter. Und einmal den Schlüssel nutzen. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur... Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Dir steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Okay, wir haben jetzt aber Klopapierfetzen. Seltsames Klopapier, übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Was ist, wenn wir die Goal jetzt umändern in Krawall? Bums? Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal. Was ist, wenn ich jetzt auf das Klo gehe? Nein, nie wieder. Nie wieder. Du, was willst du? Nee. Warte hier. Keine Schade. Na gut, dann... Quatsch mal mit Nott. Entschuldigung. Du schon wieder. Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Ja, ich denke mal, wir müssen die Turnierfinger besorgen, aber wie genau, keine Ahnung. Geht das? Diese Erdnüsse lasse ich lieber nicht zu nah. Nicht, dass ich gerne, aber dies. Ja. Ich mach das nochmal. Diese Erdnüsse lasse ich lieber nicht zu nah an meine Sachen. Nicht, dass ich generell Angst vor Keimen hätte. Aber diese hier tragen Strumpfmasken. Oh wei. Zucker? Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf den Tischen? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Keine Ahnung. Warum steht eigentlich wie oder Ratten? Das können wir ja schon... Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Das klappt auch nicht. Was ist, wenn wir das machen? Ich hätte schon fast alle Das... Ja, das ist immer noch das Gleiche.
Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Werkzeugkasten für Unterlegscheiben. Da. Irgendwas Nützliches, ein Ködereimer für Flundern. Dann schon eher ein Kescher, oder? Oh, weil ich glaube, da brauchen wir noch einiges Zeug, um da irgendwas herauszukriegen. Na gut, gehen wir erstmal nach oben. Ich gehe schon mal hier raus. Wir müssen... Naja. Was ist, wenn wir damit an einem Generator gehen? Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Was ist, wenn wir Zucker reinschütten? Nein. Ah, sehr gut. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja, es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Ja, gut. Ab in die Spelunke. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich machte es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Gut. Vielleicht können wir es ja jetzt mit ihm spielen. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Lass uns spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Als ich zuletzt... Das sind keine... Sie können... Komm wieder, wenn... Schade, das geht nicht. Ich gehe da mal. Mach. Au! Ah. Oh! Aua! Nichts passiert. Entschuldigung. Hältst du es? Was eine gute... No. Ah, ich will nur ein bisschen gucken, ob das jetzt hier... Ich komme auf... Hier was Besseres ist, sondern was ist, wenn ich die Kerze... Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Der Generator ist ausgefallen. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich... Ich gehe hier nochmal alles durch. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Oh wei. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Na gut. Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Schnabeltier-Bataka? Das klingt aufregend. Schade, dass ich hier wohl keinen würdigen Gegner finden werde. Ich würde mich ja zur Verfügung stellen. Aber ich kann unmöglich eine Frau schlagen. Stimmt, du kannst mich unmöglich schlagen. Ich meinte, dass ich dich nur ungern verletzen würde. Solange ich bei Bewusstsein bin. Genau. Oh, wei. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Aber der Jukebox-Werk ist jetzt lahmgelegt. Und jetzt leise... Hups. Okay. Süß. Sole mio.
glaube, ich habe da eine Idee. Wenn ich jetzt wieder reingehe, ist das Licht wieder an. Ist ja keine Musik. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Gut. Schottler wie ein Tarantel, ich mache das hier. So, gehen wir nochmal raus und gucken wir mal, ob wir das bekommen. Vielleicht müssen wir die einfach bloß austauschen, habe ich das Gefühl. Damit die einen Sinn ergeben. Aus. Rein. Das nächste Teil stehlen. Klauen macht Spaß. Ja. Und jetzt leise. Hab's. Okay. Ich würde es mal kurz probieren, ob das jetzt was gebracht hat. Ja, da bin ich mal ganz kurz und leider ist mir hier die Tonspur abgerauscht, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. Auf jeden Fall, schaut euch da einfach den Rest an. Ich kann leider nichts dafür, ich kann das auch nicht übersetzen oder so. Mir ist wirklich ab dem Punkt, wo ich jetzt hier anfange, wirklich die ganze restliche Tonspur weg. Das sind aber bloß knappe, ja, eine Minute, zwei Minuten. Aber bis dahin, ich sag jetzt erstmal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge, nächsten Aufnahme, je nachdem. Also dann, sage ich erstmal Tschüss und schaut euch den Rest an.